Andreas Ehlene. Also ich bin immer wieder beeindruckt, muss ich ehrlicherweise sagen, den Andreas sprechen zu hören. Das sind die Menschen, auf die es wirklich ankommt. Das sind die, die nie gesehen werden. Das sind die, die viel zu wenig Wertschätzung bekommen. Das sind die Kita-Fachkräfte. Genau. Das weckt so eine Emotion in dir, wo du denkst, ja komm, ich geh jetzt raus, ich mach das. Ich möchte es einfach mal live erleben, direkt vor Ort, was einen dann fasziniert. Und ich freue mich mega, dass ich heute da bin. Ich bin hier, an mir kommt man nicht mehr vorbei. Ich will gesehen werden, ich beschütze die Kinder, ich beschütze mein Team, ich beschütze die Gang. Und ich gucke nicht mehr weg. Was war denn dein Grund, weshalb du heute hier hingekommen bist? Erstens, weil der Andreas geil ist. Entscheidend war also nicht der Stab, sondern der ihn benutzt oder die ihn benutzt. Und ich einfach glaube, dass es Zeit wird, dass mehr solche Events gibt auf Dauer. Es ist einfach so schön, dass wir diese Möglichkeit haben, mit Kindern zusammen zu arbeiten und von ihnen auch zu lernen. Ey, ich will dein Bro sein, ich will bei dir im Team sein, ich bin dein Gangmitglied, verdammt nochmal. Wir sind schon ganz lange gemeinsam mit dem Andreas auf dem Weg und ja, gehen jetzt nochmal mit viel Power zurück und sind sehr bestärkt im Leben, was wir jeden Tag leisten und machen. Findet euch gut und erzählt's der Welt da draußen. Das habt ihr verdient. Ich habe heute wieder ganz viel mitgenommen für mich. Viele Dinge, die man im Alltag, so wie Andreas halt sagt, eigentlich weiß, vergisst, aber durch den Stress. Und ich werde mich selber nochmal sensibilisieren und wir werden nochmal das eine oder andere für uns definitiv heraussuchen und bearbeiten. Und wir alle waren mal Kinder. Wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht, die uns geprägt haben. Du bist ja das Ergebnis deiner Familie. Du bist ja das Ergebnis deiner Kindheit, dessen, was du erlebt und gefühlt und was dich geprägt hat. Wir sind immer verantwortlich für das, was wir tun. Ich möchte mich stark machen für eine bessere Kita-Welt. Wir haben auch Verantwortung für die Dinge, die wir nicht tun. Man fühlt sich ja schon manchmal in der Einrichtung auch alleine gelassen mit diesen Gedanken und geht im Kita-Alltag unter. Und hier hatte man wirklich jetzt mal Zeit, darüber zu denken, zusammen darüber zu sprechen und ja, waren auch tolle Gäste da. Denn nur starke Pädagogen und Pädagoginnen können Kinderrechte vertreten. Wenn ihre Rechte geschützt sind, dann können sie Ansprüche erheben. Wo verläuft bei Ihnen die Grenze zum Kindeswohl? Wir können nur so gut ein Kind begleiten, wie wir selber Kraft haben. Bis das Kind sicher gebunden und eine Beziehung eingehen kann und sich trennen kann. Und setzt das Kindeswohl und die Kinder an erste Stelle. Mein Gefühl ist, dass es immer noch zu wenig Pioniere gibt wie den Andreas, die sich für die Kinder einsetzen, für die Kinderrechte, für die kindgerechte Erziehung einfach und Betreuung in den Einrichtungen. Und viele das System mittragen aus der Not, weil sonst alles zusammenbricht und die Augen zumachen, wo man es eigentlich offen halten sollte. Ich freue mich super über den ganzen Input hier und bin ganz hibbelig, will auch gar nicht weiter Fragen beantworten, weil ich mich weiter umschauen möchte. Es waren so viele Momente dabei, wo ich dachte, wow, endlich sprechen das die Leute aus und hier sind so viele Leute, die dasselbe sehen wie ich. Man hatte das Gefühl, man geht richtig gestärkt raus und weiß, okay, wenn ich am Montag wieder da bin, dann weiß ich, was ich sagen will. War die Veranstaltung ein unfassbar krasser Erfolg, ey, Alter, das war scheiße geil. Das war mega, eine wirklich mega Veranstaltung. Ich bin zufrieden, dass wir es wirklich beide gerockt haben. Können wir uns gegenseitig stärken. Was war euer Magic Moment am heutigen Tag? Also ich glaube, wenn man zu Andreas geht, hat man nicht nur einen, sondern immer ganz viele, weil eigentlich alles, was er so sagt, das ist immer so inspirierend. Ich habe ganz viele Magic Moments bei ganz vielen Ausstellern und ganz vielen Leuten, die hier so geschehen. Ich habe ein Magic Moment, das ist meine Frau. Das ist Jessie und Kerstin, die Tüten verteilen. Also ich liebe Menschen so im Background, weißt du, die Unsichtbaren, die kaum Gesehenen, die kaum Wahrgenommenen. Ich bin einer, den sieht man, den kann man nicht übersehen. Aber die eigentliche Arbeit machen, das sind meine Heldinnen und Helden. Baby, wait a minute.